Squid Game? Ja, Squid Game. Die Erfolgsserie Squid Game. Squid Game. Die Kandidaten töten sich für Geld. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren DayZ-Video hier auf meinem Kanal. Die ganze Welt spricht über eine Serie namens Squid Game und wir haben uns natürlich gedacht, auf dem Server Z1, wir werden ein Event starten, was genau das beinhaltet. Wir haben ein Squid Game Event gemacht. Und wie soll es auch anders sein? Natürlich werden die Spieler bzw. die Kandidaten um etwas spielen und in diesem Falle ist es eine 20 Euro PSN-Karte, die nur ein Spieler gewinnen kann. Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt startet das Squid Game Event. Ach du Scheiße. Jetzt ziehen wir schon wieder was an. Spieler, die wo jetzt hier schon angekommen sind, einmal bitte folgen. Guten Tag, einmal folgen bitte, da hinten. Aber wie ist das geregelt, wenn 50% von uns sagen, wir möchten nicht mehr spielen? Abgebrochen, alles klar. Das wäre eine Möglichkeit. Dann bleibt die 20er PSN-Karte in eigener Tasche. Fuck, Leute, habt ihr das gehört? Jetzt eigentlich, also... Überwältigt ihn. Bekommt man eigentlich die Karte, wenn nur einer gewinnt oder wenn drei gewinnen? Weil ihr habt geschrieben Teilnehmer. Nein, der letzte Teilnehmer. Das heißt, einer bleibt am Leben. Ihr seht hier Alter. Vor euch vier Kisten. In diesen Kisten sind Trainingsanzüge. Ich möchte bitte, dass ihr diese Trainingsanzüge anzieht. Alter Scheiße. Rein theoretisch nur Hose und Oberteil wechseln, bitte. Dann zu eurer Linken habt ihr diese große Halle mit der blauen Türe. Auf der linken Seite seht ihr zwei Kisten. In diesen zwei Kisten ist genug Essen und Trinken für jeden von uns. Ihr dürft sehr, sehr gerne zwei Dosen und etwas zu essen mal gleich einpacken, dass ihr nicht jedes Mal hierher rennen müsst. Wenn alle soweit sind, einmal bitte folgen. Bitte zwischen diesen zwei Schienen einfach mal eine Reihe bilden und einfach gemütlich stehen bleiben. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis es richtig losgeht. Ich ahne Böses. Steht jemand? Ich gehe dann, müsst ihr den auch kurz umziehen, ne? Ja, bitte. Oh, schlafen gehen. Ah, zwei Leute. Strike inbound. Alter, wie geil sehen eigentlich die Verkleidungen aus? Die sind wirklich nice. Seid ihr beide da? Fortnite und so? Ich bin Rude EP7, der gerade redet. Digga, der kotzt die ganze Zeit. Ja, ich würde mal sagen, Lutz stirbt jetzt, oder? Nee. Ja, es hat doch nicht mal angefangen, Jungs. Teilnehmer! Bitte kommen Sie auf meine Höhe. Kommen Sie zu mir. Und einmal bitte hier eine Reihe bilden. Das erste Spiel. Sie dürfen sich gerne in meine Richtung drehen. Das erste Spiel beginnt. Und wer hätte es gedacht, was es ist? Rotes Licht, grünes Licht. Blaues Licht. Ah ja. Ah ja, blaues Licht? Nein, grünes Licht. Ich werde einen Beat laufen lassen, den ihr gerade eben schon gehört habt. Erstmal tanzen, Mann. Ich fühl's. Sollte die Musik ausgehen, darf sich der Spielcharakter nicht mehr bewegen. Ob das jetzt Frieren ist, Husten oder Erbrechen wird nicht gezählt. Sobald ihr aber noch einen Schritt machen solltet, wenn die Musik aus ist, werdet ihr sofort erschossen. Euer Ziel ist der LKW da hinten. Diesen LKW müsst ihr passieren.
Jo. Alle verstanden? Weit. Ja. Gut. Laufen oder dran vorbeilaufen. Gibt's oder ein Zeitlimit? Auf die Höhe kommen. Rein theoretisch auf die Höhe kommen. Also es reicht, wenn ihr direkt vorm LKW steht oder gibt's ihr lauft halt dran vorbei. Nein, Zeitlimit haben wir nicht. Normalerweise hätten wir jetzt 3 Minuten. Da wir aber jetzt so wenige sind, habt ihr unendlich Zeit. Okay. Ich denke, das ist fair für jeden. Alles klar, Leute, seid ihr gehypt? Ihr müsst mal jetzt gucken, das, ne? Ja. Seid ihr bereit? Nein. Ja. Yes. Okay, dann lasset die Spiele beginnen. Viel Glück. Da sind, glaube ich, fast alle noch gelaufen. Ich würde mal sagen, das lassen wir gerade noch so durchgehen. Ja, würde ich mal sagen. Wo darf ich mich nochmal hinstellen? Mein Herz. Wieder schon rein, ja. Ich dachte schon, das wäre ich. Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer, die jetzt weitergekommen sind. Die Glatze. Ich lebe. Spieler, ihr dürft mir folgen. Warte, wer ist E-Boss, ne? Ah ne, warte. Wer ist unser anderer Bre, der vorhin gekotzt hat? Keine Ahnung. Oh. Ja, ist gut, wir laufen. Schöner als sie. Ja, der gerade geredet hat. Die Frau hier, die Dame. Teilnehmer, bitte macht mir hier eine Reihe. Von hier rüber einfach geradeaus mit Blickrichtung zur Halle. Gut, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ich möchte bitte, Steffke, sag mir eine Zahl von 1 bis 6. 5. Herr Lutz, tritt bitte heraus. Du siehst vor dir 5 Kisten. Ich möchte, dass du zu diesen Kisten gehst und dort auf mich wartest. Okay. Die Todeszahl, ho. Oh. Teilnehmer, einmal bitte hier aufrücken. Ich hasse denjenigen, der das gesagt hat, ne? rückt nach links auf, nach links. Herr Lutz, vor dir sind 5 Kisten. Such dir bitte eine Kiste davon heraus. Einfach irgendeine? Egal welche. Okay. Die du haben willst. Bist du sicher? Ja. Öffne bitte die Kiste, schau rein. Du wirst eine Schrotflinte finden. Mit 4 Gummigeschossen und eine richtige Kugel. Ich möchte, dass du diese Schrotflinte lädst, wie du möchtest. Du kannst die tödliche Kugel reinladen, also du musst definitiv alle Kugeln reinladen, aber du kannst willkürlich draufdrücken. Okay. Dann lade bitte jetzt einmal komplett die Schrotflinte. Alles klar. Bitte lege die Schrotflinte direkt auf den Boden. Such dir noch eine Kiste raus. Ich sag's euch, der wird abgepollert, Digga, und er wird sterben. Halt die Schnauze da hinten! Bist du dir sicher, dass du diese Kiste willst? Habe ich die Wahl? Immer noch? Du kannst noch wählen. Es gibt noch andere Kisten. Diese Kiste möchtest du? Ich nehme die hier. Okay. Öffne die Kiste. Du wirst wieder eine Schrotflinte finden.
Wieder mit. Was muss ich dir aussuchen? Wieder mit 5 Kugeln, 4 Gummislacks und eine richtige Kugel. Lad bitte die Schrotflinte, wie du denkst. So, Teilnehmer, seid ihr nervös? Ein bisschen. Okay. Ist schon eine blöde. Zitter, ohne Scheiß. Blöde Situation, oder? Es sind 5 Kugeln und 5 Teilnehmer. Ach nein, 6, stimmt, da war ja was. Oh, schon irgendwie unlucky. Okay, sie ist geladen. Bitte lege die Schrotflinte auf den Boden. Und geh zurück in die Reihe. Die sind alle abgeschossen und einer stirbt bestimmt. Ich sag's euch nun. Macht Platz bitte. Macht Platz. Nö. Nein. Doch. So, Kandidaten, das Spiel geht weiter. Herr Lutz, bitte sag mir eine Zahl von 1 bis 5. 3. 3. Das wärst in dem Fall wieder du. Heb die Schrotflinte auf. Scheiße. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich dachte, wir gehen mal von der anderen Seite. Egal. Solltest du die Waffe auf uns richten, werden wir dich sofort erschießen. Ich möchte, dass du dich zu deinen Mitspielern umdrehst. Und du entscheidest, wo du anfängst. Von rechts nach links oder von links nach rechts. Oh, solltest du nicht schießen, werden wir dich erschießen. Alles klar, alles klar. Ich fange von rechts an, aus meiner Sicht. Das gibt ein D-Abo. Bitte nur auf die Brust zielen. Okay. Nicht in mein Gesicht. Verstanden. Ach du Scheiße! Lebt der Tod? Ebos ist tot. Ja. Oh mein Gott. Du musst okay. nicht mehr schießen, das war die tödliche Kugel. Ihr 5 habt überlebt. Das war ja mehr Unluck. Das war Unluck, ja. Das war richtig Unluck. Das heißt, die Waffe. Ich darf jetzt die Waffe wieder hinlegen? Ja, die Waffe auf dem Boden. Oder? Einmal zurück in die Reihe, bitte. Ey, ficken. Du hast noch eine Schrotflinte geladen. Die haben wir natürlich nicht vergessen. Ich habe hier jetzt nochmal eine Schrotflinte, die voll geladen ist. Ich habe keine Ahnung, wie Herr Lutz diese Schrotflinte geladen hat. Ich werde aber von links nach rechts beginnen. Oh nein. Tschüss, Lukas. Oder vielleicht... Nein. Vielleicht switch ich auch durch. Lutz, bist du bereit? Tschüss, Lukas. Drück ab. Schieß auf die Angst. Timix, bist du so krank, keine dass Sorge. Du die ganze Zeit am Kotzen bist? Ja, anscheinend schon. Nein, aber. Er ist tot. Das war's. Ich hätte halt als erstes Gummi reingemacht. Ups. Teilnehmer. Ja. Ihr seid eine Runde weiter. Aber ich will das nicht sein. Nein, Tim, es tut mir so leid. Sorry fürs Method Acting. In der nächsten Runde war eigentlich ein Spiel geplant, wo wir deutlich mehr Spieler gebraucht hätten. Deshalb würden wir jetzt ein Spiel überspringen und direkt zu dem vierten Spiel kommen. Das Spiel heißt Teufel sagt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich werde sterben, Leute. Bitte einmal direkt vor die rote Lagerhalle folgen. Einmal bitte hier eine Reihe bilden, direkt vor mir. Lukas, ich hasse dich. Es tut mir leid, ich dachte, ich hätte als erstes die Slug genommen. So, meine Lieben, Spiel Nummer 4, Teufel sagt. Das bedeutet, sobald ich sage, Teufel sagt, dreht euch, dann dreht ihr euch. Sollte ich davor nicht sagen, Teufel sagt, und ihr dreht euch, werdet ihr erschossen. Teufel sagt, einmal ducken.
Was war denn das jetzt? Das war natürlich, ja. Das war schnell. Teufel sagt, steht wieder auf. Einmal im Kreis drehen. Einmal ducken. Folgt mir mal. Teufel sagt, folgt mir. Okay, da bin ich jetzt nicht ganz so kleinlich. Alles gut. It's Ilias. Heb mal die Hose hier auf. Teufel sagt, ihr dürft stehen bleiben. Teufel sagt, folgt mir bitte. Teufel sagt, stehen bleiben. Einmal springen. Teufel sagt, springen. Ach du Scheiße. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Runde weiter. Bitte, oh nee. Bitte einmal wieder nebeneinander stehen. Wir kommen jetzt zum letzten Kampf, zum letzten Spiel. Ihr dürft Schere, Stein, Papier spielen. Jawohl. Bitte noch nicht drücken. Ich werde bis 3 zählen und dann drückt ihr gleichzeitig R2. Okay. 1. Aber Best of 3? Nee, eigentlich nur eine Runde. Aber komm, wir können sagen Best of 3, oder? Ist fair für jeden dann. Ja, okay. Würde ich auch sagen. 1, 2, 3. Oh, Lutz mit einem Punkt. Jetzt musst du einmal raus, Lutz. Genau, dann gehst du wieder rein und genau dasselbe noch einmal. Bei 3. 1, 2, 3. 2. Das waren doch erst 2. Scheiße. Best of 3. Er hat 2 Mal gewonnen. Ja. Herr Lutz, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 20 Euro PSN-Karte gewonnen. Jawohl. Let's go! An die Teilnehmer natürlich vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Erstmal alle umbringen. Herr Lutz, ich schreibe dir gleich über Discord deinen 20er PSN-Code. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesen 20 Euro. Und vielleicht sehen wir uns bei dem nächsten Squid Game Event. Liebe Leute, wenn ihr so etwas natürlich nicht verpassen wollt, kann ich euch natürlich den Server Z1 nur wärmstens empfehlen. Joint auf jeden Fall den Discord und seid auf jeden Fall dabei, falls wir wieder solch ein Event planen sollten. Wir wären dann auf jeden Fall schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, du weißt Bescheid, ein Däumchen nach oben, abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und hier in der Endscreen habe ich noch andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.